Hey ho und willkommen zu einer Runde Bart auf der Twisted Tree Line. Im Prinzip soll diese Runde ein Infovideo für euch werden, wie ich das so mit Season 8 plane, videotechnisch, projekttechnisch und was es sonst noch so geben wird. Viel Spaß dabei! Yeah. Und die wichtigste Information ist eigentlich, dass ich plane meinen regelmäßigen Upload-Plan ein bisschen zu verunregelmäßigen. Whatever that means. Und zwar, ich lade ja eigentlich täglich ein Video für euch hoch. Meistens kommt es dann um 17 Uhr, außer es gibt mal Probleme. Und davon möchte ich eben abweichen, denn mit der Preseason wird es einfach, oder mit der neuen Saison an sich, wird es einfach so viele neue Dinge geben, wo ich sage, da würde ich jetzt mal schnell gerne ein Video dazu machen. Das heißt, ich werde einfach unregelmäßiger, aber jetzt nicht unbedingt weniger. Das ist ganz klar, ich möchte auf so einem gewissen Standard bleiben. So im Schnitt ein Video pro Tag ist jetzt halt dann vielleicht nicht mehr. Es sind dann vielleicht mal zwei Videos und am Tag drauf kommt keins. Das ist durchaus möglich. So, wir gehen gleich wieder hier hoch. Roam mit Bart auf dieser Map ist eigentlich super geil. Denn es wird einfach viel Neues sein und ich möchte euch auch darüber informieren, wenn mal irgendwie ein neuer Pick erscheint, irgendwie eine neue Spielweise. Okay. Eine neue Spielweise, wo man sagt, hey, wie kann man das nutzen? Was bringt mir das? Muss ich dir jetzt echt helfen da unten? Nein, muss ich nicht. Kann ich das vielleicht für mich nutzen oder ist es einfach nur nice to know? Ja, und da möchte ich eben auch auf andere Positionen gehen und sowas dann zeigen. Ob das jetzt ein Top-Lane, Mid-Lane ist oder sonst was. Einfach, dass ihr darüber informiert seid, was es alles so geben kann. Viertel, der ist hier unterwegs. Zyra weiß nicht so ganz wie ihr Champion. Uiuiui, ich habe meine Tränke auf der falschen Taste, merke ich gerade. Ja, das ist so Punkt Nummer 1. Es wird unregelmäßig, aber wie gesagt, nicht unbedingt weniger. Was ich dann außerdem noch dazu erwähnen möchte, ist, dass ich durchaus mehr Edit-Gameplays machen werde, denn ich habe einfach selber unfassbar Bock darauf. Ich habe ja jetzt halt mit dem Madness Monday da angefangen, das so ein klein bisschen zu machen und habe einfach gemerkt, das macht Spaß. Das macht wirklich Spaß. Und auch Analysen machen unfassbar viel Spaß, aber ich muss auch dazu sagen, das wird weniger werden mit den Analysen. Es ist einfach da auch jetzt erstmal schwierig, einen neuen Takt reinzukriegen. Was ist denn überhaupt jetzt gerade los? Spielt er das wirklich richtig? Kann ich das von meiner Position aus sagen oder nicht? Da ist jeder jetzt erstmal wieder daran zu lernen. Pflanze weg. Und von dem her, das wird erstmal ein bisschen verschwinden, aber alte Formate werden dafür wieder aufleben. Denn man muss sagen, manche Sachen, wie zum Beispiel die Champion Selection, die ist natürlich so eine Sache, da kann ich durchaus wieder was machen. Denn die Picks, die verändern sich nicht wirklich, beziehungsweise Kompositionen. Was sich hingegen stark verändert, ist einfach, wie spiele ich den einzelnen Champion. Die Aufgaben, die ein Champion zu erfüllen hat, die dürften in den meisten Fällen immer noch die gleichen sein. Von dem her wird es wieder ein paar Champion Selections mehr geben. Und damit ihr halt da einfach praktisch euch auf die Basis berufen könnt. Die kleinen Videos, so kleine Guide-Videos, die mache ich ja jetzt eh schon. Und da habe ich auch jetzt die Tage Kommentare bekommen, so von wegen, dass diese eben weitaus mehr helfen als irgendwie sonst was. So ein komplettes Gameplay ist zwar nett anzugucken und dann nimmt man auch was mit. Aber bei diesen Mini-Guides nimmt man am meisten mit und das ist eigentlich auch mein Plan gewesen. Denn gerade bei so kleinen Videos, da hat man halt dann ein bisschen mehr davon, wenn man einfach sagt, okay, das war blöd. Okay, ich gucke mir jetzt mal kurz ein 3-Minuten-Video an und dort habe ich dann alle Informationen, die ich haben möchte. Den ulten wir, den töten wir. So einfach machen wir das. Ja, passt, reicht. Können wir auch schon wieder gehen. Also so diese kurzen Sachen, damit ihr einfach mal schnell eine Sache mitnehmen könnt. Und das ist manchmal gar nicht irgendwas Großes. Sondern es ist einfach nur, dass ihr... Mir ist da was aufgefallen und das möchte ich euch halt zeigen. Es ist nicht immer gerade die neueste Sache,
Aber ich habe gerade auch bei diesem Worts-Erfahrungspunkte-Video gemerkt, davon habe ich mal was gemacht, ja, als es relativ neu war. Aber sowas gerät natürlich in Vergessenheit und es ist durchaus auch in Ordnung, wenn ich mal ein Video doppelt mache, so gesehen, weil es halt wieder eine andere Situation war, die ich da zeigen konnte. Und League of Legends ist nun mal ein sehr situatives Spiel, da kann man auch immer wieder mal so gesehen die gleiche Mechanik bringen, aber mal in einem neuen Kontext. Das ist halt auch einfach mein Gedanke dahinter. Da dürft ihr mir nicht böse sein. Ich versuche halt einfach immer nur, ja, manchmal verändert sich meine Zuschauerschaft. Manchmal sind es mal mehr, manchmal weniger, manchmal Fokus auf was anderes. Na, der eine setzt den Fokus auf Climben, der andere setzt den Fokus auf Entertainment. Das ist alles in Ordnung, wenn ich mich da auch mal wiederhole. Denke ich jedenfalls. Und das ist eigentlich auch mein Gedanke dahinter. Autsch. Dass ich einfach auch das mache, worauf ich Bock habe. Dass ich jetzt nicht unbedingt auch sage, The Madness Monday ist für mich einfach eine super Sache gewesen, um mich in die Edit Gameplays reinzutrauen. Aber es ist jetzt nicht unbedingt gegeben, dass ich die 24-7 so, oder 24-7 ist jetzt blöd gesagt, aber ne, jede Woche die, das einfach so mache. Material dafür wäre genug da. Und es würde wahrscheinlich auch mit den neuen Runen mehr als genug Möglichkeiten geben, ekelhafte Champions zu zeigen. Ach, Sarah. Du versuchst es doch gar nicht. Gib es zu. Gib es zu. Du versuchst es gar nicht. Ich könnte eigentlich mal shoppen gehen. Na, oh, schade. Hätte ich gerade fast gehabt. Fast. Na, wenn ich hier meinen Flash-Qs dann getroffen hätte, dann wäre da unter Umständen ein Kill dabei gewesen. Das eben auch eine Sache. Ich habe ja mal vor einiger Zeit die Serie mit den... ja, mit den Mechaniken angefangen. Und so etwa ab Hälfte dieser Serie habe ich sie abgebrochen. Ohne Kommentar, ohne dies oder das. Vielleicht wer den Stream das ein oder andere Mal guckt, der hat dann doch einen Kommentar mitbekommen. Und zwar, dass es sich im Endeffekt... Ja, der Ansatz war richtig, der Ansatz war gut. Die Sache, wie ich es durchgeführt habe, im Endeffekt nicht. Und zwar, ich meine, ich habe Videos gemacht und da drei Champions zusammengefasst. Seid mal ehrlich, wenn jetzt jemand von euch nach Play-Mechaniken zu Alistar guckt, interessiert euch dann Annie? Vielleicht der ein oder andere guckt das ganze Video und sagt, alles klar, geil, konnte ich was mitnehmen. Vielleicht denkt ihr euch auch, okay, was können denn der Gegner für Mechaniken mitbringen? Aber wenn jetzt ich persönlich ein Bard-Main werden würde wollen, mit so einem Flash-Q hier, wie ich es euch gerade versucht habe zu zeigen oder zu machen, dann interessiert mich doch der Braum nicht mehr oder der Brand, sondern der Bard. Ne? Und da, unter diesen Umständen möchte ich halt dann einfach jetzt dann auch das Ganze ein bisschen neu aufrollen, praktisch nochmal neu machen. Und ich kaufe gerade Items einfach nur nach Gefühl. Nochmal neu machen, wieder von vorne anfangen, bei Alistar, bei Annie, was weiß ich, wer der Erste ist. Und das dann nochmal neu machen. Na, es fühlt sich dann für mich, beziehungsweise für meine Videosammlung her besser an, wenn ich jeden Champion einzeln habe. Dann wurde ich auch schon vor einiger Zeit darauf hingewiesen, hey, deine Playlists haben absolut keine Struktur. Und da muss ich auch ein bisschen zustimmen. Dem ist so. Na, ich gehe mal da runter, vielleicht kann ich da mal was machen. Ne, kann ich nicht. Oh doch, den Viertel, da kann man mal wieder ab. Okay. Nein. Schade. Das waren gerade zwei doofe, ein Gedanke. Ich will auf den Viertel gehen. Na, egal. So, zuerst so. Und dann so. Und dann gehen wir wieder raus. Ja, Strukturen, Playlists. Gott sei Dank habe ich meinen Faden wiedergefunden. Ich möchte das... Ich möchte alles eigentlich haben. Ich möchte alles und noch viel mehr. Ich möchte praktisch eine Gesamtplaylist, die einfach durchlaufen lässt, die man durchlaufen kann, wenn man möchte. Es gibt durchaus den einen oder anderen da draußen und dafür bedanke ich mich sehr, der mich sehr unterstützt und der sagt, hey, wie kann ich dich finanziell unterstützen? Ja, ein großer Punkt, immer wieder. Kannst du nicht irgendwie Videos machen und da ultra viel Werbung draufschalten? Kann ich machen, ist halt nur doof irgendwie. Und deswegen mache ich das dann auch eher, dass ich sage,
eine gesamte Playlist, da sind dann alle Gameplay-Videos drin praktisch. Und wer mich unterstützen will, der kann diese angucken. Und dann möchte ich eben Champion-spezifische Playlists machen. Wenn ich halt einfach hier eine Mechanik habe, die Janna betrifft, ja, dann werde ich halt auch einfach diese da reinpacken, dieses Video. Und nicht unbedingt in das, was weiß ich, Guides, Mechaniken oder sonst was. Also da wird es dann auch landen, so eine Sammlung. Aber eben das Ganze ein klein bisschen zentrieren. Dass man einfach sagt, auch wieder dieser Gedanke, ich möchte etwas über Bart lernen und nicht über Annie. Ja, dann guckt man sich halt dieses Video an, ne? Ach, Vettel, du tust mir so leid. So, du kriegst noch ein Heal mit. Frage ist, wie läuft die Syra? Gar nicht. So mag ich das. Gute Syra. Also einfach diesen Fokus, damit man halt, damit es Struktur gewinnt. Damit ich sage, ich will Champion A bis C lernen. Und dann bin ich eben da aktiv am Start. Glaube ich, ist nachvollziehbar, oder? Man möchte nicht mit unnützen Sachen belästigt werden, beziehungsweise ich habe eben immer so den Gedanken, ich möchte jetzt nicht unbedingt unnütze Sachen haben. Okay, okay, okay. Das überlebe ich. Und du stirbst dabei. Ha! Also, da ein bisschen Umstrukturierung. Das heißt, es wird eine Menge Chaos sein in nächster Zeit. Ja, ich bin alleine. Ja, ich habe noch kein Team hinter mir mit 5 Leuten oder so. Keine Ahnung. Das heißt, ich mache das alles alleine. Das wird ewig lange dauern, die ganzen Playlists zu sortieren, die Videos zu sortieren. Vielleicht werde ich auch auf einem bestimmten Punkt einen Break machen. Denn, seien wir mal ehrlich, die Videos, die jetzt alle waren, die kann man so nicht mehr wirklich empfehlen. Klar, bei dem einen oder anderen Video kann man sicher noch ein bisschen was mitnehmen, aber viel basiert halt eben auch auf der Entscheidung, was für eine Mastery nehme ich mit, was für ein Runenbild nehme ich mit, bla bla bla, und das ist halt alles jetzt dann weg. Damage. Ich mache Damage. Das ist dann alles weg. Thunderlord, ja, gibt es noch, aber wie ist der Weg drumrum? Ich habe es auch bei den Runen-Videos schon gesagt, ich möchte ein bisschen euch auf eine längere Reise mitnehmen. Denn viele Leute, ich auch, wir werden alle verwirrt sein. Und unter dem Aspekt muss ich mir halt einfach überlegen, wie gehen wir jetzt an die Sache ran, wie lernen wir das? Ah, ich sage auch gerne wir, weil ich bin nicht unfehlbar. Und was willst denn du jetzt hier? Geh auf deine Lane zurück. Ah, ich habe noch keine Ulti. Und warum komme ich hier nicht durch? Gut. Jetzt kann ich es euch zeigen. Ah, so verlängert ihr euren Q. Ah, schön. Wunderbar. Ja, wir werden das alles irgendwie wieder lernen müssen. Gerade auch hatten wir es Teamranked. Da wurde ein Wunschtermin auf Mittwoch gesetzt und ich einfach nur so, Moment, ich möchte gerne mal erstmal in Ruhe über alles drüber schauen. Ihr könnt auch erwarten, dass am Mittwoch wahrscheinlich... Ja doch, der Patch. Aber eher im Scrolldown. Nicht so wirklich ausformuliert alles. Wie gesagt, es ist einfach... Es kommt jetzt sehr viel auf uns zu. Es ist einfach, simpel gesagt, sehr viel. Und dazu jetzt auch die kommenden Projekte. Was wollen wir denn alles erreichen? Wir haben ja jetzt unsere Road to Silber. Wir haben unsere Road to Gold im Endeffekt. Ja, die beiden Videoformate sind durch. Der ein oder andere Account ist jetzt praktisch auf einer höheren Elo. Das ist schön. Wir haben unser Ziel erreicht. Im Prinzip muss man aber jetzt eben, wie bereits erwähnt, alles nochmal neu lernen. Und das ist halt dann auch der Punkt. Da werden wir uns mit dem lieben Marco zusammentun. Der ein oder andere kennt ihn bereits von dem ein oder anderen Video oder aus dem Stream oder aus den Team-Videos. Keine Ahnung. Und zwar der gute ABS Kite. Er wird auch einen YouTube-Kanal machen. Was willst denn du jetzt hier? Ultest du? Nein? Okay, gut. Er wird auch einen YouTube-Kanal machen, bezogen auf die ADCs. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich hoffe, ich denke dran, dass ich ihn euch in der Endkarte verlinke. Oh, da kann ich eigentlich schon gehen. Bei ihm wird sich natürlich um die ADCs drehen. Und da wir eine sehr gute oder eine sehr abgestimmte Botlane spielen eigentlich, möchte ich euch gerne empfehlen,
Denn es wird ein Format geben, wo wir einfach von Null weg, vielleicht auch sogar noch vor Level 30, also wir haben Accounts, die um Level 20 rum sind aktuell, dass wir einfach von dem Punkt aus gucken, wie funktioniert jetzt eigentlich eine Duo-Queue? Wie kann man als Duo-Queue planten? Was hat man da zu tun? Wie kann man vielleicht bestimmte Taktiken nutzen, um da aufzusteigen? Oder worauf muss man denn als Duo-Queue achten? Was sind Mechaniken, die man nutzen kann? Okay, ich sollte mal wieder shoppen gehen, ne? Das ist ein Format, das auf jeden Fall kommen wird. Das wird dann getrennt wahrscheinlich. Video bei ihm, Video bei mir oder... Wir haben uns noch keine Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein. Da ist viel Überlegungsbedarf, wie wir das machen. Booklet brauche ich auch. Also da auf jeden Fall viele Formate, die ich mir überlegt habe. Aber wie gesagt, es kann sein, dass an einem Montag mal 2, 3 Videos kommen und dann eine Durchstrecke ist. Ich werde dann schon versuchen, vielleicht einfach vom Release-Time her das ein bisschen zu strecken. Aber es ist durchaus möglich, dass halt unregelmäßig wird. Ja, das hat mehrere Gründe. Es hat einfach ein paar Gründe, dass jetzt zum einen, wie bereits mehrfach jetzt erwähnt, es mehr Content ist. Es ist extrem viel Content. Extrem viel. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel da alles möglich ist. Denn eigentlich sollte ein jeder sich so ein bisschen Gedanken machen, was kann denn jetzt die Toplane bauen? Was kann denn jetzt dieser, jener und Y bauen? Und was ist dann gefährlich für mich oder worauf muss ich achten? Was habe ich eigentlich für eine Fahne? Das ist der Abart. Der Bartman hier. Und unter den Umständen, ich möchte einfach über alles aufklären im Endeffekt. Da haben wir das drauf, ulten, das E wurde geused. Ich habe kein Ding mehr. Das ist ja ekelhaft. Ich hatte keine Meeps gerade mehr. Ich habe noch kein einziges Mal eine Fiddle-Ult hier fliegen sehen. Auch ein bisschen interessant. Ja, es ist einfach ultra viel. Ich möchte euch einfach nur auf dieses unregelmäßig vorbereiten. Und ein Video, das werde ich auch machen. Das liegt mir auch sehr am Herzen. Okay. Fiddle, du solltest das ein bisschen anders machen. Die Idee war gut. Ausführung ein bisschen schlecht. Also er hätte mich vier müssen und gleich direkt darauf ulten, dann hätte er mich töten können, aber so leider nein. Jetzt habe ich den Faden mal verloren. Schade. Nein. Ja doch, ich habe ihn wirklich verloren. Was ich halt wirklich, ja genau, was mir auf dem Herzen liegt. Ha, genau, danke. Puh, Herz hat sich wieder gefunden. Ich habe einige Abonnenten, die ganz gerne mal sagen, hey, ich like all deine Videos. Das ist ein Punkt, da freue ich mich natürlich riesig darüber auch. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich habe die Tage einfach so viel Zuspruch bekommen, was einfach meinen Rang anging. Ich habe es jetzt heute noch auf Diamond 1 geschafft und einfach diese Freude von allen ist super cool. Ja? Und einfach auch dieser Dank für die Videos, ist alles genial. Doch an manchen Punkten muss ich dann auch leider ein bisschen... Na, was hast du vor, Vettel? Was hast du vor? Muss ich ein klein bisschen, wie soll ich sagen, das Ganze korrigieren. Denn der eine oder andere sagt eben, er liked mein Video, findet alles super geil, aber er kann halt nicht alles anschauen. Und leider, ja, es ist überhaupt nichts mit League of Legends zu tun, aber leider schadet mir das als YouTuber mehr, als dass es mir bringt. Dazu aber dann mal ein gesondertes Video, denn Likes sind zwar eine nette Sache, aber nicht alles. Es ist praktisch nicht die Elo-Messlatte auf YouTube, beziehungsweise nicht für den YouTube-Algorithmus. Denn da zählt im Prinzip wirklich, wie lange ein Video angeguckt wird. Das ist Nummer 1. Was die Map-Awareness in League of Legends ist, ist die Watch-Time auf YouTube. Wenn ihr ein Video anklickt und lasst es nur 5 Sekunden laufen und sagt dann, ist ja doch nicht das, was ich wollte. Okay. Dann sagt natürlich, ich habe die Fiddle-Ulti so ein bisschen, ich fürchte die. Ja. Okay, dann gehe ich hier doch wieder raus. Ja, das ist einfach, es ist zwar echt ultra nett gemeint, dass man da jedes Video liked. Aber wenn man halt das dann so macht, hier hast du noch ein Portal. Dann schadet mir das halt leider. Es ist, wie gesagt, ein Video, das geht komplett dann an League of Legends vorbei, aber es ist mir echt wichtig, weil ich meine,
nett gemeint, wie sagt man da? Nett gemeint und noch besser gemeint ist halt dann schon wieder schlecht oder so. Keine Ahnung, wie der Spruch geht. Na, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Muss man auch dazu sagen, Kommentare helfen dem Algorithmus auch. Ganz klar. Da sagt er, oh, das Video, das scheint wohl so interessant zu sein, dass man darüber diskutiert. So nach diesem Motto geht es. Aber wie gesagt, kommt noch mal anders. Dann möchte ich auch einfach mal ab und an mehr Gameplay bringen. Einfach mal aus dem Ranked heraus. Inzwischen habe ich... Ja gut, man ist halt dann nicht so gut, wie man sonst wäre. Also ich glaube, wenn ich jetzt all meine Spiele voll kommentiert hätte, dann... Oh. Die Idee war gut, Caitlin. Die Idee war gut. Wenn ich all meine Spiele voll kommentiert hätte, dann wäre ich sicher nicht auf Diamond 1 im Moment. Aber ich möchte euch trotzdem da mehr bieten, mehr Einblicke und auch ein Format mit reinbringen, wo ich dann wirklich... aktiv sage, wirklich, was mache ich jetzt? Warum mache ich das? Was für eine Entscheidung nehme ich gerade in Kauf? Oder was wäre die Alternative? Warum roam ich beispielsweise Mitte? Naja, weil ich dadurch mir einen Kill erhoffe. Dagegen lasse ich aber mein ADC allein und blöd, dann wird der vielleicht gecatcht. Das sind halt einfach so Punkte. Das sind Formate, die ich im Kopf habe und die ich dann bringen möchte. Und ich entführe euch noch kurz hier mit auf den Endscreen. Wie gesagt, hier irgendwo sollte jetzt der Kanal vom guten Marco zu finden sein. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles sagen kann. Ist schon alles raus, außer Danke. Ein großes Dankeschön an alle, die mich unterstützen, die kommentieren, die mir Glück wünschen. Egal wie, es boostet ungemein. Oh, der Kerl ist geboostet. Wow. Nein, es ist einfach, es macht Spaß und ich wollte mal Danke sagen und euch auf dem Laufenden halten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss, gemiss.